Ach, guckt euch das mal an. Das sieht doch wunderschön aus hier. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Freunde, ich habe diesmal ein sehr aufwendiges Video gedreht. Und zwar habe ich euch alles, was ich die Woche so esse, vorbereitet und euch hier auf diesen Tisch hingestellt. Das ist jetzt so ein Wochen-Meal-Prep von mir in eine Diätphase. Das esse ich jetzt gerade so aktuell die Woche, damit ich Körperfett verliere, aber trotzdem noch Muskulatur halte. Ich bin jetzt ungefähr, das ist jetzt meine dritte Woche. Ich habe jetzt bis jetzt jede Woche mit dieser Ernährungsweise 1 Kilo abgenommen. Ist ein bisschen anders diesmal wie so meine letzten Diäten, muss ich sagen, weil meine letzten Diäten waren, ich würde mal sagen, sehr monoton. Einfach Hähnchen, Gemüse und Reis. Ich starte einfach mal mit dem Ganzen, würde ich jetzt einfach mal sagen, Leute. Fangen wir mal an mit dem Frühstück. Das Frühstück ist bei mir immer noch monoton, muss man an der Stelle sagen. Jeden Tag esse ich 80 Gramm Haferflocken, 25 Gramm Trockenfrüchte, in dem Fall Rosinen, 25 Gramm Nüsse und einen Scoop Eiweißpulver. Impact Whey. In dem Fall habe ich die Sorte Cereal Milk. Was ich euch auch empfehle von MyProtein Impact Whey, was mir auch richtig gut schmeckt, ist Schokolade Brownie, Leute. Weil immer mal wieder Leute fragen, hier, was schmeckt denn hier? Die zwei sind brutal. Ich muss sagen, Cerealien, das, was ich jetzt gerade hier benutze, das hat meine Frau schon fast fertig gegessen und die hat mit Sport wenig am Hut. Cereal Milk. Wisst ihr, wie das schmeckt? Das schmeckt wie diese gezuckerten Cornflakes. Einfach nur in Haferflockenform. Einfach brutal. Du nimmst ein bisschen Wasser hier und kippst es hier rein. Und dann verrührst du das. Aber ich zeige euch jetzt einen kleinen Trick, wie es richtig krass schmeckt. Guck mal, der Trick ist, ihr macht nur ein bisschen Wasser. Nicht so viel. Weil wenn ihr viel macht, dann schmeckt das natürlich nicht, ne? Nur so ein Ticken. Damit es so ein bisschen schleimig wird, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hört sich jetzt eklig an, aber das schmeckt richtig krass, Leute. Kommt mal her. Ihr macht jetzt hier so ein bisschen Wasser. Nicht so viel. So ungefähr. Erstmal so rantasten. Und dann machen wir das, verrühren wir das Ganze. So eine Konsistenz muss das haben, Leute. Seht ihr das? Also nicht so viel Flüssigkeit, vielleicht 100 ml Wasser und dann sieht das so krass aus, Leute. Okay? Guck mal. Das ist so ein krasses Frühstück, sage ich euch. Ein Schlückchen Wasser. Da habt ihr ein bisschen Kalorien gespart schon am Morgen. Das ist mein Frühstück, das habe ich jeden Tag. Fangen wir an mit Mittagessen. Da habe ich hier einmal Hackfleisch mit Reis und Brechbohnen. Das ist mega lecker und sehr einfach zuzubereiten, Leute. Manchmal mache ich auch anstatt Brechbohnen Brokkoli. Je nachdem. Aber ich finde, mit Hackfleisch passt sehr gut Brechbohnen. Was habe ich hier gemacht, Leute? Da habe ich Zwiebeln und Knoblauch erstmal schön in der Pfanne mit bisschen Öl angeschwitzt. Dann habe ich dazu Hackfleisch gegeben. Dann habe ich so eine eritreische Gewürzmischung dazu gegeben. Ja, da ist so scharfe Pulver, scharfe Paprikapulver drin, Knoblauch, alles Mögliche ist da drin. Ihr habt wahrscheinlich diese eritreische Gewürzmischung nicht. Dann nehmt ihr einfach so Paprikapulver, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Da seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen scharf machen, wie ihr dann wollt. Das Ganze brät ihr dann nochmal ein bisschen an. Gibt dann dazu gekochten Reis. In meinem Fall habe ich 150 Gramm Reis dazu gegeben. Und dann habe ich die Brechbohnen, die ich auch vorgedämpft habe, dazu gegeben. Nochmal alles zusammengerührt. Jo. Und dann ein bisschen Petersilie oben drüber gestreut. Und so sah das Ganze dann am Ende aus. Ganz einfach. Also mega einfache Geschichte. Ganz wichtig, mageres Rindfleisch hier nehmen. Ich habe hier 150 Gramm Reis und 300 Gramm Hackfleisch. Ich habe das dann hier in 2 Portionen hier aufgeteilt. Ihr könnt das auch in einer Portion essen, wie ihr dann wollt, ne? Aber ich finde persönlich, ich mache das meistens so, dass ich so 4 Mahlzeiten am Tag habe und dann habe ich so circa 3 bis 4 Stunden immer Abstand zu den Mahlzeiten. Da freue ich mich immer auf die nächste Mahlzeit. Bei mir ist das so, ne? Wenn einer sagt, okay, ich esse einmal so einen Haufen und dann will ich fasten die ganze Zeit, musst du gucken, wie du dich am Ende fühlst. Diese Hackfleischgeschichte hier, Hackfleischreis, mache ich mir meistens so 3-mal die Woche. Okay? Da habe ich 3-mal die Woche so eigentlich dasselbe. Man kann hier wechseln, Brechbohnen, man kann machen Brokkoli, man kann auch Rosenkohl nehmen oder Blumenkohl, je nachdem, aber am besten etwas, was viel Ballaststoffe hat, damit man dann immer schön gesättigt ist, Leute. Das ist jetzt von Montag bis Mittwoch. Ne? Donnerstag und Freitag habe ich so meine Fischtage so. Der ein oder andere von euch weiß ja, dass ich Garnelen mag. Da mache ich Garnelen hier mit Reis. Bisschen Brokkoli und da habe ich hier noch eine Viertelzitrone dazu, schön mit Zitrone noch drum. Boah, das ist eine schöne Mahlzeit, sage ich euch, wie es ist. Schmeckt mir sehr gut. So, wie habe ich das hier zubereitet? Auch wieder. Merkt euch immer eine Sache, wenn ihr herzhaft kocht, macht immer Zwiebeln und Knoblauch anbraten. Merkt euch, das ist Regel Nummer 1.
Wichtige Geschichte. Ne? Zwiebeln und Knoblauch angebraten. Dann habe ich die Garnelen dazu gegeben. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Dann habe ich das rausgetan. Habe Sesamöl in die Pfanne. Habe dann gekochten Reis reingemacht. Habe bisschen Austernsoße reingemacht und bisschen Sojasoße. Den Reis habe ich dann so circa 4-5 Minuten angebraten. Dann habe ich die Garnelen dazu gegeben. Habe die Brokkoli noch dazu gegeben. Und dann habe ich die Pfanne mit Deckel zugemacht und fertig. Und Samstag, Sonntag habe ich meine Veggie-Tage, Leute. Ja, ja, ihr hört richtig. Ja, da wird jetzt der ein oder andere vielleicht groß gucken, sagen, oh mein Gott, das schmeckt doch gar nicht. Ich esse da meistens Tofu mit Reis und wieder Brokkoli. Tofu schmeckt doch gar nicht, Yusuf. Ja, es gibt Tofu, der schmeckt ekelhaft, sage ich euch, wie es ist. Aber es gibt einen Tofu, und zwar von der Firma Tukan. Der schmeckt richtig gut, Leute. Ja, das sind so 200 Gramm. Ich glaube, der kostet 1,80 Euro, Leute. Aber glaub mir, der schmeckt richtig geil. Die Konsistenz von dem schmeckt mir brutal. Ja, der ist so Champions League in Sachen Tofu, Leute. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auf Instagram zeige ich ja manchmal, was ich so esse. Und da habe ich diese Mahlzeit hier schon gezeigt mit dem Tofu, Reis und Gemüse. Die ist sehr einfach zuzubereiten. Mache ich die Packung auf und dann mache ich ein bisschen Wasser weg. Da ist sowieso nicht mehr viel Wasser drin, so wie bei den anderen Tofu-Sorten. Da ist sehr wenig Wasser noch. Das presse ich aber noch mit ein bisschen Krepppapier weg. Dann schneide ich das so in Würfel. Dann mariniere ich das Tofu mit Sojasauce und Knoblauchpulver. Fertig. Und das Tofu ist schön mariniert. Als nächstes brate ich dann ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne an und gebe dann das Tofu da rein in die Pfanne und brate schön kross an, dass es schön so braun wird. Ne? Dann nehme ich das Tofu raus, mit dieser schönen Zwiebel-Knoblauch-Mischung nehme ich kurz raus und dann mache ich es eigentlich wie mit den Garnelen. Den Reis rein, mache ein bisschen Austernsoße, ein bisschen Soja, mische das alles schön zusammen. Den Reis, den vorgekochten Reis, ganz wichtig. Und dann gebe ich die Tofu wieder rein, das gedämpfte Gemüse noch rein, in dem Fall Brokkoli. Ja, und mach wieder den Deckel zu und fertig. Wenn ihr dann irgendwie ein bisschen Salz oder Pfeffer oder sonstiges vermisst oder es euch vielleicht nicht so salzig genug ist, könnt ihr immer Salz und so am Ende noch dazu machen. Das ist kein Problem. Wenn ihr am Essen seid, ihr merkt, es passt nicht oder ihr habt kalorienarme Soßen, könnt ihr auch ein bisschen Soße machen. Am Anfang vielleicht, wenn ihr gerade das neu in die Ernährung reinkommt, könnt ihr auch ein bisschen Soßen so machen. Ne? Nicht so viel, nur so ein bisschen. Ne? Man will ja nicht die halbe Flasche da wegmachen. Das geht nicht. An den Tofu-Tagen trinke ich meistens noch so ein Clear Whey dazu. Was ist Clear Whey? Clear Whey ist die fruchtige Form vom normalen milchigen Whey. Da gibt es auch so eine fruchtige Form, das nennt sich dann Clear Whey. Was mache ich da? Da nehme ich einen Scoop von dem Clear Whey Pulver und mische das mit Wasser und ja, das trinke ich dann noch dazu. Damit ich so hundertprozentig auf mein Protein komme, auch an den Veggie-Tagen, Leute. Ne? Okay. Manchmal, ich sage euch ganz ehrlich, trinke ich das auch zu den anderen Tagen, so, weil es einfach schmeckt zum Essen so. Ja. Jetzt haben wir vom Frühstück bis Mittagessen alles. Jetzt fehlt noch Abendessen. Und zwar habe ich hier Magerquark. Aber das ist nicht irgendein Magerquark, Leute. Das ist aufgepimpter Magerquark hier. Und zwar mit den Flavor Drops von MyProtein. 250 Gramm Magerquark, eine Handvoll Nüsse und circa 10 Tropfen Flavor Drops. In dem Fall habe ich Schoko. Und glaubt mir, Leute, das schmeckt richtig krass. Kein Scherz jetzt. Das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Also du denkst nicht, dass du gerade Magerquark oder so isst. Die Leute, die es kennen, die wissen, was ich hier gerade erzähle, ne? Das ist dann voll easy. Da freue ich mich sogar abends drauf in einer Diätphase. Sage ich euch, wie es ist. So, ja, und so sieht dann ungefähr so meine Woche aus, was ich so die Woche esse. Ich habe noch meine Mineralien und Vitamine vergessen, euch zu sagen. Und zwar morgens nehme ich meistens noch eine Vitamintablette, so eine A bis Z Multivitamintablette. Dann nehme ich noch 2 Calcium-Magnesium-Tabletten und so 3 Omega-3 vegane Omega-3-Kapseln. Ihr habt hier diesmal kein Hähnchen. Ich sag euch ganz ehrlich, Hähnchen ist mir in den Kopf gestiegen. So, ich kann das nicht mehr so sehen. So auf dieser Reis-Hähnchen-Gemüse-Basis. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin ehrlich zu euch. So, ich kann es nur noch frittiert sehen. Da schmeckt es so, Bruder. Frittiert. Das schmeckt richtig geil. Aber sonst so, ich fahre gerade diesen Film hier. Also den ganzen Ernährungsplan, den ganzen Wochenernährungsplan habe ich euch nochmal in die Infobox gepackt. Mit Mengenangabe. Mit den ganzen Nährwerten auch, pro Tag, pro Mahlzeit, kein Problem. Da findet ihr alles nochmal ausführlich, so einen richtigen Ernährungsplan. Kostenlos für die Community. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal orientieren an die, die gar keinen Plan haben von Ernährung, die gar nicht wissen, was Sache ist. Ich würde mal sagen, 80-90% der Leute wird dieses Essen hier funktionieren die Woche. Wenn die nur das essen und nichts anderes, ach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht abnimmt, wenn man natürlich dann noch ein bisschen Sport macht. Man muss schon so 5-6 Mal die Woche ein bisschen Sport machen und dann wirst du abnehmen, definitiv. Das ist original Fitnessessen, mein Freund. Ich habe euch auch alle Produkte von MyProtein unten verlinkt, die ich in einer Diätphase esse.
Ja, habe ich was vergessen? Nee. Ich glaube, ich habe jetzt alles hier gezeigt. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.